Es ist grundsätzlich so, dass wir als Unternehmer ohne unsere Mitarbeiter ja nichts machen könnten. Allerdings ist der Tag der Arbeitgeber deswegen auch wichtig, damit wir mal den Menschen erzählen, dass sie ohne uns auch keine Arbeit hätten. Unternehmer sind die Zugpferde der Region, vor allem kleine Einzelunternehmer spreche ich jetzt an, die leben in der Region, arbeiten in der Region und für die Region, beschäftigen Leute aus der Region. Sonst hätten unsere ganzen Angestellten kein Geld und keine Arbeit. Damit die Personen in der Region bleiben und nicht auswärts eine Arbeit suchen. Und das ist ja auch fein, weil nämlich wenn sie herin im Ort arbeiten, dann kaufen sie auch im Ort ein. Man schafft Arbeitsplätze, was wichtig für die Region ist und dass jeder Arbeit hat, dass jeder zufrieden ist. Ich kenne beide Seiten und ich weiß, dass beide Seiten für die Wirtschaft, für die Bevölkerung, für das Leben, für den Staat, für das Bundesbudget, für alles sehr, sehr wichtig ist. Naja, man soll beide wertschätzen, weil sie was für die Wirtschaft bringen, eine Wirtschaftsleistung, die wichtig ist. Ja, ohne Arbeitgeber gibt es keine Arbeit. Ich meine, die Aufträge sind da, aber es braucht einen Arbeitgeber, der was die Verantwortung übernimmt und das fachgerecht ausführt. Ja, schaut, dass die Leute Arbeit haben. Weil er dafür eigentlich schaut, dass es uns gut geht, dass wir uns unser Leben erhalten können. Und wenn es ein gutes Miteinander gibt, dann hat er Wertschätzung verdient. Was wäre der Tag der Arbeit ohne Arbeitgeber? Zeigen auch Sie Flagge zu Ehren der 34.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Kärnten. Am 30. April, dem Tag der Arbeitgeber. Gewinnen Sie Urlaubsgeld für Relax-Tage in Kärnten. Näheres unter tagderarbeitgeber.at.